Ja, und wir schauen gleich live nach Washington, denn dort hat offenbar ein LKW-Fahrer vor der Library of Congress geparkt und hat angegeben, eine Bombe an Bord zu haben. Hier sehen wir auch die Live-Bilder, die Absperrung, die Polizei und fragen gleich mal nach bei unserer Korrespondentin. Nancy Lanzendörfer nämlich für uns in Washington. Ja, wir sehen diese Absperrung, Nancy, aber das sieht alles noch sehr ruhig aus, relativ unter Kontrolle. Was kannst du uns aktuell sagen über diesen Fall? Ja, es gibt eine Bombendrohung. Also es gibt Berichte, wonach jemand eben in einem Pickup-Truck vor der Library of Congress steht. Und Polizisten sind eben auf dem Weg, um mit diesem Mann zu reden, zu diskutieren, zu verhandeln. Das muss man sich vorstellen. Die Library of Congress, die größte Kongress- oder die größte überhaupt Bibliothek der Welt, die Kongressbibliothek ist genau auf der anderen Straßenseite vom US-Kapitol, also Capitol Hill, dieses Gebiet. Da sind verschiedene Kongressmitarbeiter, die hier ihre Büros haben, mehrere große Gebäude. Zwei davon sind bereits evakuiert worden oder die Evakuierungen laufen hier. Beim dritten Gebäude, da heißt es, das soll man shelter in place, also man soll dort bleiben, wo man ist und sich in Sicherheit bringen. Genaueres ist im Moment noch nicht bekannt. Das sind jetzt die ersten Informationen, die wir bekommen. Aber natürlich, wenn man eine Bombendrohung bekommt, auch noch in so einem Gebiet weitreichende Absperrungen, ganz klar. Man weiß auch nicht, dieser Mann in diesem Pickup-Truck, hat der tatsächlich eine Bombe? Wenn er eine Bombe hat, hat er beispielsweise eine Fernzündung? Das muss alles noch geklärt werden. Nancy, danke für die ganz aktuellen Informationen. Danke nach Washington.